Herr Selimbegovic, viele Zuschauer, viele Fans haben sich für das geschämt, was auf den Rängen passiert ist zum Schluss. Wie geht's Ihnen da? Also, es ist nicht einfach und es hat sich einfach, glaube ich, geschaut über die ganze Saison. Und es sind natürlich Bilder, die man nicht sehen will im Fußball, in einem Stadion. Aber nicht, dass ich das gerechtfertige, aber ich verstehe nur Enttäuschung von unseren Fans, die wirklich den Verein lieben, leben und alles dafür geben. Ich bin eher über mich oder über uns selber enttäuscht, weil das, was wir nicht geschafft haben, das überträgt sich dann und das alles andere ist die Reihenfolge, den, was wir nicht gut gemacht haben. Es ist jetzt sehr kurz nach dem Spiel. Wie sieht Ihre Perspektive aus hier bei Hansa? Können Sie dazu was sagen? Also, ich kann verstehen, dass die Frage kommt, aber ich glaube, dass Sie auch verstehen können, dass ich im Moment überhaupt nicht an mich oder meine Perspektive oder irgendwas anderes denke. Es ist ein brutaler Schlag für alle, die für Hansa stehen, für die Hansa im Herz tragen. Und im Moment ich oder meine Person, das ist völlig egal.